So, und willkommen zurück zu Folge Nummer 16 von City Skylines, unserer Season 6 mit, ja, doch den letzten Startschwierigkeiten. Wir hatten es in der letzten Folge, dass wir dann doch mal hatten, dass das nicht so ganz lief, was wir eigentlich geplant hatten oder was ich geplant hatte, dass das nicht so ganz lief. Und ja, deswegen gab es auch in der letzten Folge eine etwas längere Folge. Achso, hier hinten fährt ja auch eine Linie lang, haha. Genau, gab es ja da die etwas längere Folge. Viele hatten sich auch beschwert, dass die Folgen dann doch für die zu kurz waren, dass sie sich längere wünschen. Da müssen wir uns jetzt mal langsam einigen, was jetzt Sache ist, weil einige sagen, ich hätte gerne wieder längere Folgen, die anderen sagen, ach nee, kurze Folgen sind schön und sowas. Und dann denke ich mir so, ich wollte mich doch jetzt alle hier verscheißern, ey. Was wollt ihr denn jetzt? Seid doch mal so ehrlich, ne? Und deswegen war das dann immer so ein bisschen blöd, das war einer zu viel. Das heißt, 8 haben wir hier. Genau. So, das heißt, ich kopiere einfach mal den hier unten dran. Ja, wir dürfen den halt gleich noch so ein bisschen ausrichten, also diesen ganzen Komplex hier an den rechten, den wir da jetzt haben. Das ist ja hier nicht das Problem, wie ich finde. Das geht ja immer noch relativ gut. Genau, das sieht jetzt auch aus wie ein Komplex und nicht wie drei Komplexe. Und dann ziehen wir den jetzt hier rein. Machen den Abschluss da bündig oder relativ bündig. Passt das? So. Und dann ziehen wir den jetzt hier einfach noch dran. So. Das heißt also, hier haben wir dann jetzt auch unsere Hallen. Die ersten Züge oder möglichen Züge können halt hier auch dann auch mit der Zeit reinfahren. Durchfahren überhaupt hin erstmal. Es wäre ja schon ausreichend. Die Frage ist halt, ich nehme jetzt hier einfach mal so ein Gleis. Oh, da fährt sogar einer schon. Das ist echt cool. Jetzt wissen wir also auf jeden Fall, die Strecke funktioniert. Hier fahren dann auch Züge lang. Die Frage ist, der fährt garantiert nur bis hier oben zu der Station. Nee, der fährt wirklich raus. Huhu. Wie cool ist das denn? Das freut mich gerade. Weil dann hätte ich jetzt hier nämlich einfach einen Zug reingestellt. Als Prop. Wo wir sagen können, ja geil. Nee, ich sollte dann, wenn schon, direkt in die Kategorie gehen und dann hier einfach einen raussuchen, aufbauen. Wenn wir dann schon die Möglichkeit haben, dann richtig. Und wir können dann auch mit den Pipes arbeiten. Ist ja dann auch so eine Sache. Haben wir auch noch nicht oft getan. Beziehungsweise eigentlich auch noch nicht. Wo wir dann einfach zum Beispiel zwei Stück hintereinander hier als Übergang machen können. Oder dann halt noch eins für noch den erweiterten Übergang. Und dann kommt ja hier auch schon die Straße irgendwo, ne? Ja, sowas müssen wir dann halt mal da beachten. Aber anderes Thema, wir wollten hier weiter nach einem Zug suchen. Oder einen Zug bauen. Wo war der? War der dann hier drinne? Ja, war hier drinne. So, das heißt, eine Brücke brauche ich nicht. Ich brauche, wenn dann eine, diese Lok. Genau, die will ich nicht haben. Solche Wagen könnten wir dann nehmen. Haben wir nicht irgendwo eine kleine Diesellok gehabt oder sowas? Ganz viele Wagen.
Das sind Containerwagen. Die Containerwagen oder die Planwagen könnten wir dann passend dazu nehmen. Hier den Glasierexpress will ich nicht. Ja, dann machen wir das erstmal mit der Lok. Und dann einzelnen Wagen dahinter, dann sollte es auch alles gehen. So. Wieso ist der eine Wagen breiter als der andere? Ich frage es gar nicht. So. Ja, es kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich hier einen vernünftigen Zug zusammengebaut habe. Nicht wundern, ja, hier ist ein. Das sind ja jetzt hier diese Ami-Trailer. Den ich hier auch einmal mit einsetze. Die natürlich für größere Sachen doch schon besser geeignet sind. Nur natürlich nicht für den europäischen Move. Ich will den gerne haben und den jetzt ein wenig gedreht. So. Und dann nehmen wir einfach jetzt einen Planwagen nochmal dazu. War der. Hier ist mal noch ein Containerwagen. Zack. Wo ist der denn jetzt, der Planer? Eben habe ich noch gesehen. Da. Planwagen. Containerwagen. So, den drehen wir jetzt auch nochmal. Die sind irgendwie alle so ein bisschen leicht gedreht von uns auf die Schiene gesetzt worden. Deswegen müssen wir das dann doch mal so ein bisschen hin und her korrigieren. So. Komm, nehmen wir jetzt hier einfach noch zwei Wagen. Dann stehen wir voll im Prellbock. Nö. Nö. Nein. Hallo. Gerade bitte. Könnt ihr mich jetzt hier bitte bauen lassen? Hallo. Dann machen wir die halt erstmal bis da hinten. So, das heißt also, hier hätten wir auch schon mal so einen kleinen Zug. Der denn hier steht. Hier hatten wir auch irgendwie die Straße. Die müsste ich eigentlich mal besser kennzeichnen. Sonst sehe ich die nicht. Genau, das heißt also, hier könnten wir dann noch ein paar LKWs vor die Hallen setzen oder ein paar Container. Suchen wir jetzt einfach mal Truck. Gucken, was wir da finden. Da finden wir sogar den einen oder anderen. Nur müssen wir die dann natürlich auch vor die Hallen setzen, damit das einen Sinn ergibt. Jetzt hier wieder rein und die nächsten LKWs holen. Ich hoffe, ich habe genügend LKWs. Weil das sind immer so die Sachen, die ich dann eigentlich immer gerne zu wenig habe. Ja, Wooden Stack bringt mir da nichts. Eine Rap Roll, die ist dann doch schon dafür besser geeignet. Wieso stapeln die sich eigentlich nicht übereinander? Das wäre halt auch zu schön, ne? So. Genau, dann haben wir hier halt diese Absperrungen. Irgendwie sind die auch ein bisschen weit auseinander, ne? Was ist das hier? Pack Horizontal.
So. Ja, sowas müssen wir dann halt über diese gesamten Flächen machen, dass es halt dann auch wieder so aussieht, als wenn das halt gewollt ist, ne? So, was haben wir hier noch? Ein Aggregat. Das haut es jetzt nicht unbedingt raus. So, schauen wir uns das hier nochmal an. Zack, einfach oben drauf. Hat denselben Stil. Funktioniert also. Und ja, dafür habe ich, glaube ich, einfach viel zu wenig von den ganzen Fahrzeugen bis jetzt. Das wäre eher was für den Container-Port. Den haben wir ja auch noch nicht wirklich. Interessant. Achso, das wäre noch eine gute Sache. Haben wir denn K irgendwas? Also als Auto. Ja, das ist sehr viel. Wir haben Blümchen. Oh, wir haben Blumen. Die habe ich eigentlich nicht gesucht, aber okay. Das heißt also, was ich nochmal machen muss, ein paar Fahrzeuge raussuchen, ein paar Props, die wir dann dafür verwenden können. Jetzt brauchen wir erstmal mit Einwohner weiter. Und ein bisschen Gewerbe weiter. Also irgendwie alles weiter. So, das heißt also, hier wird sich dann der Teil jetzt auch voll bauen. Hier müssen wir dann langsam dafür sorgen, dass die letzten rausziehen. Hier mache ich das jetzt einmal schwuppdiwupp. Bitte auf groß. Dann machen wir jetzt hier einmal so einen Radikaltausch. So. Zack. Zack. Genau, das heißt also, hier hinten sollte dann doch ein ganzes Gebiet nochmal schnell erweitert werden. Das heißt also, hier haben wir dann doch wieder den Plusbereich drinne. Ich glaube, das bräuchten wir nicht mehr als Strom. Ah doch, das ist ja die Stromverbindung, die wir da haben. Haha. Okay, das darf ich also noch nicht abreißen. So, uns verlassen jetzt leider zu viele Menschen. Wir müssen auch wieder auf die öffentlichen Verkehrsmittel achten. Damit wir die halt nicht vernachlässigen, müssen wir das halt ab und an doch mal tun, sagen, cool, ist halt okay, dann machen wir das jetzt halt. Sonst ist blöd. Na, wenn wir dann die ganze Zeit Leute verlieren und wir uns denken, Alter, wofür, wieso? Na, und dann sind das so einfachste Begründungen, wieso wir da Leute verlieren. Weil zum Beispiel irgendwas nicht angepasst wurde an das, an die Leute oder so. Ist halt, es gibt genug Möglichkeiten. So, das hatten wir. Das war der. Nee, das waren die Hafen. Das ist okay. Gut, das heißt also, hier machen wir dann nochmal die Verbindung rein. Zwischen, ich fahre da unten ab, komme da an, fahre dann hier rein, komme auf dem zweiten Gleis zurück. Fahre da lang. Genau, hier hatten wir auch die Linie schon. Und hier hinten müssen wir die dann auch mal erweitern. Wartet mal. Hier bringen wir das dann auch erstmal auf eine Höhe. Oder relativieren das auf eine Höhe. Zack. Ich hoffe, dass das nicht zu viel kostet am Ende. So. Dann versuchen wir das halt hier erstmal so ein bisschen anzupassen, auch wieder. Mal schauen, wie fern oder wie lange das gut geht, ohne Probleme. Das ist ja immer gerne das Problem bei uns. Wir verursachen ja dann gerne mit allem Probleme, ne? Also irgendwas passt hier nicht, das passt nicht, hier passt nicht, jenes passt nicht. Und du denkst dir nur so,
Ja, nee, nein, nein. Das ist, das dürft ihr nicht so sehen. Das ist alles ganz anders gemeint. Wir wollen auch nicht upgraden. Ich hätte gerne von da oben auf dem Boden eine Spur. Wieso habe ich denn hier einen Meter drin? Strange. So, das heißt also, das haben wir. Dann können wir hier im Notfall nochmal einen Tucken runtergehen. Ja. Genau. Parallel dann hierzu nochmal eine Straße. Da eine. Da hoch. Können wir hier irgendwie noch einen Abzweig reinmachen oder dann halt hier geradeaus und dann hier irgendwo noch einen Abzweig zwischendurch. Wir haben ja hier genügend Möglichkeiten zu sagen, wie wir hier lang wollen. Und was wir hier eventuell gerne hätten. 7, ne? So. Zack. Dann hier den. Wie viele waren das jetzt? 2 muss ich noch. Okay. Ja. Das heißt also, hier machen wir dann nochmal ein größeres Wohngebiet mit rein. Was wir denn hier auch nutzen können. So. Dann drehen wir den so. Das heißt, hallo? Ich platziere jetzt hier irgendwas nochmal rein. Dass es hier ein Update kriegt, dann reiße ich das hier wieder ab. Dann kann ich das in 1 so machen. Genau. So, das heißt also, hier hätten wir unser Gebiet dann dementsprechend ausgebaut. Das heißt, wir setzen jetzt von da nach da die Linie. Können diese dann erweitern, verschieben das dann auf das, machen hier dann noch eine Haltestelle rein. Genau, und jetzt haben wir halt doch so den größeren Bogen drin. Das, was eigentlich nicht schlecht ist, finde ich. So, jetzt machen wir da die Anwendung und dann hat sich das. Die Frage ist, machen wir jetzt um die Schulen einen Zaun drum oder nicht? Das haben wir auch lange Zeit ja nicht getan, gefragt, gemacht. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, wollen wir das nicht einfach mal machen? Was wir da sagen, jo, wir können ihn hier gerne mal einen Zaun drum ziehen. Schadet eh nicht, weil was. Ja, oder was ist denn bitteschön hier im Weg? Ja. So. Dann bis da. Dann machen wir das jetzt. Da lang. Und jetzt machen wir. Hallo? Was macht denn der? Strange. Okay, irgendwie hat sich hier unser Tool gerade verhakt. Verklemmt. Hä? Was hat denn das Tool vor? Ach so. Jetzt verstehe ich das natürlich ein bisschen, wie der hier das Ganze macht. Okay, das heißt, er geht immer von der Hälfte aus.
gewartet, ne? Vielleicht geht das ja jetzt, wenn ich das hier mache. So, jetzt machen wir den Prop on. Setzen den Zaun da rein. Hey, cool, wir haben es geschafft. So, dann nehmen wir jetzt hier den Surface. Oh. Surface Painter. Machen jetzt hier diese Verbindung einmal dran. Dann ist hier Ruhe. So. Genau, dann haben wir das hier hinten. Das kann offen bleiben. Setzen wir hier einen Zaun zwischen. Ja, hier müssen wir ja den Zaun dann auch vollenden. Wo ist der denn jetzt hier? Ne, das war nicht. Wir suchen ihn einfach. Fence. Und dann ist der... Wo ist denn der Original-Fence? Nee, das ist ja eigentlich nicht. Ah nee, der war gar nicht zu finden, ne? Wartet mal. Der müsste ja hier drinne gewesen sein. Irgendwo. Da. Genau, also der war gar nicht zu finden. Das ist also nicht unsere schlimmste Schuld, wenn wir den nicht gefunden hätten. Zack. Dann haben wir den wenigstens abgeriegelt. Dann können wir jetzt hier sagen, jo. Wir machen den Rest halt auch zu. Sagen jetzt hier, ja. Du willst mich doch jetzt hier nicht verarschen. Was ist denn hier? Ach, weil das noch auf dem Schulgelände ist, ne? Ja, ja, ja. Ja, so. Das heißt also, wir hätten jetzt dieses Schulgelände eingezäunt. Ja, wir können jetzt hier auch nochmal einen Fußgängerweg irgendwie reinmachen, auf jeden Fall. Das geht ja, da sind wir ja nicht so. Nee, das geht gar nicht. Nee, püh. Von daher, das haben wir denn da auch. Das heißt, im Notfall könnten dann die Leute auch dahin gehen. Und wenn ich jetzt ganz doller bin, dann ziehen wir die einfach da durch, den Gehweg, und machen den bis da vorne dran. Dann denken nämlich die Leute, die können auch durch den Hintereingang rein. Ha! Gucke, das geht sogar. Das heißt, die Leute gehen da sogar durch. Wie geil. Haha. aber nicht alle, irgendwie komischerweise. Nur so ein paar. Achso, ja. Wartet. Das hat damit zu tun, dass der natürlich dann auch bis dahin gehen muss. Und dann wird jetzt geschaut, ob die da auch durchgehen. Nein. Doch! Die gehen auch da rein. Ja. Das ist super. Das war geplant. Das sollte so sein. Jetzt können wir uns nämlich hier dann doch mal langsam dem Grünzeug widmen. Was wir hier noch machen können. Okay, dauerhaft diese Büsche zu nehmen will ich da jetzt auch nicht. Haben wir nicht irgendwo Steine oder sowas? Aha. Boah, ist riesig. Wieso sind die so riesig? Ich hätte eigentlich kleinere Steine erwartet. So wie das hier. So ein bisschen. Lol.
So. Dann machen wir das halt mit den grünen Bäumchen. Das ist doch schön. Jetzt laufen die hier alle durch. So will man das doch eigentlich haben, sobald man sowas macht, ne? Das ist ja das Wunderbare. Eine Palme will ich jetzt hier nicht. Den will ich jetzt auch nicht. Vielleicht machen wir hier nochmal so eine kleine Reihe an Bäumchen. An Büschen. Die wir dann hier einfach nur als Deko-Objekte haben. Mir fehlt leider, glaube ich, noch das Gras. Ja, irgendwie fehlt mir doch noch das Gras. Was wir einfach so hinsetzen können, damit das zum Beispiel realistischer aussieht. Mir fehlen allgemein so Kleinzeugpflanzen. Also die großen habe ich ja hier. Scheinbar. Also das Kleinzeug fehlt mir halt. So, dann spenden die größeren Bäume den hier hinten halt Schatten. Dann versuchen wir hier wenigstens etwas das schon mal zu machen. So. Ja, dann kommt das halt so. Der ist zu groß, ich brauche kleineres. So ein Palmenbaum bräuchte er jetzt auch nicht zwingend, ne? So. Ja, sowas hier. Das halt in Kombination mit dem Gras. Ja, das sieht jetzt voll verwuchert aus, ne? Haha. Ja, das sieht doch ein bisschen krass aus. Naja, Platz haben sie hier hinten, ne? Wo sie halt ein bisschen was machen können. Und dann ist auch noch, hatten wir hier nicht irgendwo was mit Park, also wegen Parking? Nee, Werbung will ich ja nicht zwingend haben. Oh. Wartet mal, wie groß ist denn der? Ach, das ist der groß, okay. Das heißt, hier könnten wir ja auch mal so zwei oder drei nebeneinander bauen. Achso, der hat gespeichert, deswegen hat das eben so geruckelt. Dann hätten wir halt den passenden Uni-Parkplatz bzw. Schulparkplatz erschaffen. Jetzt machen wir hier nur wieder die Höhe auf ein Level. Ups. Damit das dann hier auch irgendwie passt. So. Ups. Ja, das geht dann. Und dann können wir von der Eisenbahn hier hinten diese riesen Flutlichtscheinwerfer klauen. Kann ich die hier kopieren? Nee, geht scheinbar nicht. Das heißt, wir suchen nochmal Light. Ich glaube, das erste oder sowas war das. Ja.
Wo ist denn der? Zack. Relativ mittig, ne? Zwei zwischen jedem. Ist okay. Das heißt also, hier hätten wir dann auch für die Uni zum Beispiel einen Parkplatz, den man dann hier wieder einzäunen könnte, machen kann. Wie auch wahrscheinlich machen werden. So, ja, in der Ecke hatten wir da eben gerade ein bisschen den Zaun frei. So. Das heißt, hier müssen wir dann nochmal ein bisschen nacharbeiten. Vielleicht mit ein bisschen drehen. Dass wir den dann doch hier Richtung, es sieht nach geschlossen aus, machen. So wie das jetzt. Ne? Sieht halt vernünftig aus. Hier, das können wir nochmal anheben. Dann nochmal mit dem mit dem Terra-Tool drüber, das hier ausgleichen. So, dann sollte das Wasser auch irgendwie abfließen. Fließe Abwasser. Okay, es will ja doch irgendwie nicht. Okay, dann halt nicht. Dann müssen wir da halt mal schauen, wie das aussieht. Vielleicht suchen wir uns einfach auch nochmal ein paar Autos, die wir dann da hinsetzen können, unter anderem. Wie sieht das jetzt eigentlich hier aus mit unserem Gebiet? Das ist hochgezogen. Wir haben aber ein Müllproblem. Ne, Müllverbrennung ist doch gut. Wir haben ein Stauproblem. Wir haben ein bescheuertes Stauproblem. Die Fahrzeuge kommen hier nicht über die Ampel. Wir nehmen hier einfach mal die Ampel raus, dann sollte das ja auch relativ schnell wieder da abfließen. Genau, wie lange sind wir jetzt dabei? Viel zu lange. Das heißt also, hier habt ihr wieder dann eure Überfolgenlänge, die viele vermisst haben. Ne? Da ist sie wieder nach langer, langer Zeit doch wieder über... Naja, gut, das ist glaube ich schon die zweite Folge, die jetzt Überlänge hat. Aber, okay, juckt ja keinen. Interessiert ja niemanden, von daher ist es auch nicht schlecht. Achso, wir machen hier noch in dieser Folge das zu Ende. Setzen eine neue Halle hier hinten dran. Und denken uns, das war die falsche. Nehmen dann diese, setzen hier hinten dran und sagen, das haben wir jetzt ja auch fertig. Vielleicht erweitern wir das jetzt nochmal da um 1, 2. Hier ist dann auch die Frage mit der Autobahn. Machen wir die jetzt hier wirklich links durch das Werk oder sagen wir jetzt doch hier, wir gehen nochmal gerade und gehen dann hier vorne schon rechts lang. Weil wir können ja hier noch eine ganze Ecke ins Land rein. Von daher ist es dann die Frage, wie wir da vorgehen. Genau, Busse hatten wir ja auch schon fahren, beziehungsweise die Möglichkeit, dass hier was fuhr, ist ja da. Wir werden in der nächsten Folge hoffentlich hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Das heißt, das Industriegebiet jetzt endgültig dann hier rüberziehen, auch in diese kleinen Bereiche. Mitarbeiter rüberziehen. Wir müssen außerdem Bildung ausbauen, ganz, ganz stark. Vielleicht fangen wir da in dem Fall schon an mit den Grundschulen, dass wir die jetzt einfach hier schon mal mit platzieren. Dass es dann doch nicht zu schlecht wird. So zum Beispiel. ja, also Grundschule müssen wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr tun. Das kriegen wir sonst hier nicht wieder rein. Von daher müssen wir da irgendwas schauen. So, genau. Also das machen wir dann halt in der nächsten Folge weiter. Einfach mal, um zu gucken, wie viel jetzt wirklich Kapazität dann da ist. Was geht, was nicht geht. Wir müssen dann auch für den Totenabtransport nochmal weiter sorgen. Das habe ich irgendwie auch bislang vernachlässigt. Und dann sieht man sich dann einfach in der nächsten Folge wieder. Von daher, ich bedanke mich erstmal bei allen, die wieder zugeschaut haben. Wünsche einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns dann morgen hart rein. Bis dann und ciao.